geht's zu Wiesn! Ozapfdüs! Servus, liebe Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauer. Es ist kurz vor der Wiesn und wir sind schon mittendrin statt nur dabei. Heute begrüße ich euch exklusiv aus dem Showroom von Frederik Meissner. Farbe, das dürfen nicht nur die Mädels tragen, nein, auch die Jungs dürfen Mut zur Farbe beweisen. Und wie das ausschaut, ja, das fragen wir doch den Experten höchstpersönlich. Hallo Frederik, grüße dich. Dass du da bist, dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es geht los, in ein paar Stunden nur noch dreimal schlafen heute. Dann ist das größte Volksfest der Welt wieder Ozopft. Aber das liebst du ja. Na, natürlich. Und wie könnte man das besser aushalten als mit dem perfekten Outfit? Eben. Was eine Überleitung. Da bist du bei mir an der richtigen Adresse, muss ich sagen. Es gibt nämlich ein Leben nach dem Glücksort. Und das ist hier beispielsweise ein Ding, was ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren entworfen habe, zusammen mit meinem Team. Wenn ich Trachtenmode für den modebewussten Herrn machen möchte, dann sollen es auch gute Stoffe sein. Mhm. Und besonders lässige Schnitte. Also ich muss ja sagen, von meiner Seite aus, ich finde das toll, dass es endlich mal sowas gibt für den Mann, für den modernen Mann, ja, muss man ja auch dazu sagen. Mein Titel Designerinnen gibt es en masse, warum soll ich mich da hinten noch einreihen? Ich habe gesagt, das setze ich um und das hat wahrlich Erfolg. Und sag mal, Frederik, was hat dich dazu bewogen, dass du sagst, jetzt ist Schluss erstmal mit der Moderation, auch ich mit der Öffentlichkeit? Schluss, macht mein lieber Tom, ich bin nach wie vor, ich bin immer seit 39 Jahren bin ich in den Medien tätig, ich bin seit 14 Jahren bei Sky, wo ich eine Musiksendung habe und habe meine eigene Produktionsfirma. Also ich bin nicht untätig. Das war nämlich die Pointe. Das wollten wir wissen. Ja, weil viele fragen sich vielleicht, wo ist denn Frederik heutzutage? Der steht hier. Der Frederik steht hier im Showroom und wird jetzt gleich den Tom hier einkleiden. Erzähl doch mal ganz kurz zu dem Schnitt und zu der Farbe. Du hast vorhin schon gesagt, es ist hier ein wunderschönes Samtblau. Also die Farbe ist hier wirklich vordergründig und natürlich auch die lästigen Schnitte. Und hier, das kann man beispielsweise mit dieser roten Weste wunderbar kombinieren. Das ist halt ein Eyecatcher. Mhm. Und magst du mal reinschlupfen? Ja, sehr gerne. Ja, komm. Sehr gut. Schlüpf mal hier rein. Das ist natürlich wunderbar mit der Farbe hier in der Kombination. Wo man auch sagen muss, das kommt ja auch, das ist ja immer mal wieder ein Eyecatcher. Man sieht das, man nimmt das wahr auf der Wiesn. Also man muss eins dazu sagen, das ist nicht die typische Oktoberfest-Tracht, die jetzt speziell gerade zu dieser Zeit auf den Markt gekommen ist. Also man kann die Frederik Meissner-Kollektion auch unterm Jahr tragen. Ein Allrounder, ein Allzweck-Sakko, Janker für jeden Anlass. Eben. Was will man mehr, liebe Zuschauer von Wiesn-Gaudi TV? Uns würde es interessieren, wie findet ihr die Outfits? Sagt uns, teilt uns euer Feedback mit auf facebook.de/wiesngaudi.tv. Da findet ihr alle Informationen, auch zu Frederik. Der Samstag kann kommen, die Outfits stehen. Ich freue mich total und nochmal für alle, man kann es nicht oft genug sagen, Frederik Meissner gibt es hier in München, unter anderem beim Angermeier, ist ja auch sehr bekannt, Deutschland nationalweit. Einfach nach Frederik Meissner fragen. Tolle Sakkos, tolle Schnitte. In diesem Sinne, wir sehen uns. Vielen Dank. Tschüss. Danke.